Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zum LS19 Let's Play von Klein zu Groß mit Toy in der 25. Folge. In der letzten Folge haben wir hier ja einiges umgebaut, haben ja auf jeden Fall sehr, sehr viele neue Fahrzeuge gekauft. Und ich würde sagen, wir labern nicht lange, denn wir fahren sofort unsere Mitarbeiter abholen. Beziehungsweise mein Verwandter, das ist ja mein Cousin. Also jetzt in-game, nicht in echt. Oh, alter Junge. Der hat aber auch nicht Pest, du. So, ja, was heißt Pest, aber er kommt auch nicht drauf. Gut, der ist nämlich mit dem Bus hierher gekommen. Und ich habe schon vorhin mit ihm zwei, dreimal so telefoniert, so während der Fahrt. Und er hat gesagt, der Busfahrer war sehr, sehr angepisst. Keine Ahnung warum. Ja, und deswegen würde ich sagen, holen wir jetzt erstmal meinen Cousin Sören ab. So, hier vorne, so, hier, hier. Alter, warum? Wir müssen mal die Büsche hier beschneiden, Alter. So, jetzt gucken wir hier mal. Gut. Und jetzt raus. So, da vorne ist er auch schon. Wie ihr ihn sehen könnt, er springt. Ja, vor der Bushaltestelle, neben dem Damenrad, wer kennt's nicht. Und wir verarschen ihn erstmal. Wir tun das so, als hätten wir ihn nicht gesehen. So, und jetzt hier, so, jetzt warten wir, bis die alle weg sind. Wir haben auch wieder den Mod realistische Kabinenansicht, also ich kann mich jetzt hier nicht weiter drehen. Komm, fahr doch zu, Alter. So. Gut. So, hoffentlich, wir gucken mal, dass wir hier so halbwegs parken, ohne die Autos zu bedingsen und dass wir nicht Sören hier vorne mitnehmen. So, ja. Das sieht auf jeden Fall sehr, sehr eng aus. Moin! Ja, moin! Na, wie geht's dir? Endlich mal sehen wir uns mal persönlich. Und ich... Ja, ja, Alter, mach doch keinen Stress da hinten, Junge. Ja, sehr unhöflich. Wir auf der Autobahn. Also, ganz im Ernst, ja, ey. Großes Wiedersehen und der Schwein, das hier sucht gleich da hinten rum. Echt, ey. Tolles, ja. Tolles Radio, ist das dein Rad? Jo, natürlich. Ich bin... Ey, ich hab die zwei erzählt, ich bin mit Bus gekommen, aber in Wahrheit will ich die... Kilometer von Alter Junge, Tour de France, war? Tour de Gemeinde Rade. Ja, erstmal herzlich willkommen hier in der Gemeinde Rade. Und ja, würde ich sagen, genau, ja, das hier ist jetzt dein Traktor. Der Fan cool. 724 Vario. Mit dem wirst du dann immer rumfahren und ich zeig dir dann. Ja. Alter Junge, hast du Herzinfarkt oder so? Gut. und ich würde sagen, du kannst ihn ja jetzt erstmal so ein bisschen einfahren. Ja, genau, du zuerst rein. So, und dass wir erstmal so, und dann zeig ich dir erstmal den Hof, ja, so, also wo du alles okay findest und so weiter. Oh, das ist so komisch, wenn ich jetzt hier lenke, Alter, mit meinem Lenkrad, und es lenkt nicht, naja, egal. Du kannst uns ja mal vielleicht mal erzählen, wie wir beide uns kennengelernt haben, also jetzt in Real Life. So, ja, okay, also, jetzt ruft nicht ernsthaft jemand auf dein Festnetztelefon an. So. Mann, ich versuche das die ganze Zeit zu unterdrücken. Junge, jetzt geht doch einmal dran. Scheiße. Okay. Ja, egal, lass einfach laufen. Gut, ja, wo waren wir stehen geblieben? Genau. Erzähl mal die Story, wie wir uns kennengelernt haben. Also, Markus und ich, wir haben uns halt über den LS kennengelernt. Du hast schon wieder das Trotzdem gemacht. Ja. Also, wir haben uns über den LS kennengelernt, wie, keine Ahnung, wie viele von euch das auch gemacht haben. Ja. Hatten halt beide irgendwie lange, weil auf irgendeinem Grund, und haben dann im Multiplayer halt nach dem Spiel gesucht und dann haben wir zufälligerweise beide bei dem lieben Paul sind wir dann reingegangen. Ja, vielleicht sieht er ja auch das Video, ich denke es mal nicht, aber kann er sein. Nee, ich glaube auch nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall und da. Du musst mehr Werbung machen. Ja, Quatsch. Und da haben wir uns dann halt kennengelernt, irgendwann haben wir dann Telefonnummern ausgetauscht und dann auch irgendwann Discord-Nummer, also Discord-Namen und so. Ja. Dann haben wir angefangen privat zu zocken. Ja. Ja, und ich habe mich in einem Spiel, wo wir zusammen gespielt haben, ich glaube jetzt schon 12 Stunden oder so, habe ich mich da hinten sehr über die Telelader aufgeregt und ja. Genau. Mehr Stories, Sören, erzähl jetzt bitte nicht mehr Stories darüber, danke. Doch, das hatte ich jetzt vor. Kannst du dich bitte nicht erstmal vorstellen, wie alt du bist und wo du irgendwie der heißt? Also, okay. Ich komme aus dem Bundesland NRW. Ja, nicht aus Markus' näheren Umgebung. Thüringer Ringe, Thüringer Klöße. Nein, macht Spaß. So, aus dem Münsterland. Keine Ahnung, ob irgendjemand von euch. Sehr, sehr schön. Wer es übrigens nicht kennt, guckt einfach immer mal Wilsberg. Kommt am Mittwoch 20.15 Uhr auf ZDF Neo und manchmal auch Samstag 20.15 Uhr auf ZDF. So. Zum Thema Werbung. Ja, was denn, Alter? Schleichwerbung. Wir spielen ja auch LS. Und es ist Schleichwerbung. Wenn ich jetzt sage, Ganzwerk ist auch Schleichwerbung. Übrigens, das hier ist Heinz. Das da drüben ist Karl. Und das da hinten neben der Sandbox ist Jamie.
So. Hey, hast du, kurze Frage. Hast du den Gartenzwerg nach unserem Onkel benannt? Beziehungsweise nach meinem Onkel? Muss ich mich dazu äußern? Nein. Gut. So, dann stelle ich dir mal kurz alles vor. Also hier ist der Kescher, den ich keine Ahnung warum nicht aufnehmen kann, auch wenn ich erst spam. Dann haben wir hier den Kaltlager. Ja. Also beziehungsweise so ein bisschen halt. Dann hier vorne ist unsere kleine Werkstatt, wo wir immer mal so ein bisschen, ja, Schrauben festziehen und so weiter. Hier ist unser Telelader mit dem Ballenspieß. Ballen. Scheiße, wie heißt denn das hier? Ja, genau der. Dann, fuck, wie heißt das? Ballen. Ballenladewagen? Ja, genau. Dann zwei Autos. Einmal das Olive ist meine. Mit tollen LS-Hütchen vorne drin. Und dann natürlich dein Ziel. Das sieht aus, als ob es ein Fahrer mit Profi gefallen ist. Ganz im Ernst. Ich habe mir viel Mühe gegeben, hier bei den Überrollbügeln den zu schweißen. Nur für Dach hatte ich dann nicht mal genug Blech. Ja, da, so sieht's auch aus. Justin, ey, komm, Alter, ich hab die Sportfedern reingehauen. Guck dir das doch mal an, Alter. Das ist ein Monster. Okay. Guck mal, sogar 4x4, Alter. Allrad, Junge, für den besten Grip. Ja, okay. Guck mir mit anderen Kumpeln. Die gab's auch noch mit 3 Punkten, aber ich wollte die 3 Punkte jetzt nicht da dran schweißen, weil. Ja. Ganz mehr schön. Schweißen. Also, guck mal, hinten ist es. Ich weiß, dass du nicht so ein Schweißer bist, Kollege. Ja, außerdem war dann auch mein Gas alle. Gut, dann das hier ist eine von unseren Wiesen und wenn du bitte mal deine Landkarte öffnest. Habe ich die ganze Zeit geöffnet, also nur im Plan. Dann siehst du, Feld 41 gehört uns noch, Feld 43, 42 und die 6. Feld 43, 42 und Feld 6 sind so mehr oder weniger so große Felder. Also, ich sag jetzt mal nix, aber warum hast du nicht Feld 4 gekauft? Ist doch viel kleiner. Ist zwar klein, aber... Wo ist denn Feld 4, Alter? Da unten. So mittig. Ungefähr auf 6. Als ob du jetzt Feld 4 nicht findest. Ich such das nicht. Ich finde es nicht. Auf 6. Also, was ist denn auch für eine Reihenfolge? Hier drüben ist 41, 43. Aber, warte, ich hab's gecheckt. Feld ja... Oh, shit. ja. Und auf jeden Fall, die Felder gehören uns und ansonsten würde ich dir noch, genau, da ist ja hinten dein Traktor. Dann habe ich hier die Valtra T-Serie. Das ist mein Traktor. Ja, die auch besser beim Puppe gefallen wäre. Nein. Warum öffnest du jetzt alle? Weil ich dir alle zeigen will. Wir hätten noch in eine reingehen können. Genau. Ja, das könnte man auch machen. So, guck, dann hier ist unser Erdbohrer. Damit werden wir immer mal ein paar Bohrungen machen, um zu gucken, wie es denn aussieht. Ich denke mal, das kennst du auch. Natürlich nicht, ja. Dann hier ein Schwader, das Pöttinger Novacat Schmetterlingsmähwerk. Nähwerk, ja. Was man aus irgendeinem Grund aktuell nicht hintereinander kommen kann. Nein, das hat eben nicht funktioniert. Dann hier unser Wender. Dann haben wir hier einen Kalkstreuer bzw. Düngestreuer. Je nachdem gucken wir immer mal was Billiges. Dann hier Ladewagen. Und dann hier, die Fake Case. Ballenpresse. Ist halt wirklich safe. Ja, Junge. Es ist halt einfach. Junge, das ist safe. Es ist safe Call irgendwo her. Der Modder, Alter. Das ist einfach traurig, Alter. Ja, sag du, komm, wenn du noch irgendwas auf den Lippen hast. Gut, ne. Totenstille. Ja. Was eigentlich nicht so bald ist, wenn wir zusammen. Lass doch gleich das hier offen, Alter. Da können wir doch hier gleich das, du musst offen lassen. Ja, okay. Wegen Overkill. Gut, dann würde ich sagen, nicht lang schnacken, Kopf in Nacken, ich würde gleich loslegen, oder? Ja, okay. Gut, dann mähe ich, ja? Okay, was soll ich machen? Ich würde sagen, warte, wir gucken mal kurz, was die für Arbeitsbreiten haben. Also nur so grob den Dings haben. Die Wände, der Wender 8,4. Ja, gut, dann würde ich sagen, fährst du gleich mit dem Wender hinterher, oder? Jo, mei. Also, meine lieben Freunde, ich werde auf jeden Fall auch in diesem Video ein bisschen cutten, damit ihr euch nicht 24/7 reinziehen müsst, wie wir beide hier so lange dafür brauchen, auf gut Deutsch. Also wie gesagt, also wundert euch nicht, wenn dann mal kurz die Geschwindigkeit höher ist. Und dann würde ich sagen, koppeln wir das hier mal schnell an, erstmal vielleicht hochheben. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall gleich wieder auf dem Feld, wenn wir das hier angekoppelt haben. Oh, schmisch. Alter! Junge, ich komme das jetzt noch nicht, ich komme nicht zurecht. Haha. Opfer, bist du zu dumm? Ja, genau, mach du mal dran. Aber bitte auch mit Kabel. Nein, mach doch jetzt nach rechts. Ich kann noch nicht ankuppeln. Ja, weil ich bin nicht so schnell. Ich krieg die Kupplung nicht, Alter. Gaspedal hängt. Nice. Ey, warte.
Gut, ja. Danke, perfekt. Ja, einklappen wäre vielleicht auch nicht schlecht, Markus. Gut, dann würde ich sagen, vielleicht sehen wir. Hast du das Tor noch offen? Nicht, dass wir jetzt wieder hier. Ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit Feld 41. Mit 41 war nicht der Wiese, die hier ist. Ja, gut, dann machen wir halt zuerst die. Ja, gut, meine lieben Freunde, dann cutten wir jetzt doch nicht, denn, also beziehungsweise ich cutte nicht, denn es ist ja, es wäre ja jetzt Quatsch. Hier übrigens, das ist deutsche Ingenieurskunst hier. Hier unten und hier hinten sieht man es auch sehr, sehr schwierig. Aber gut, lassen wir es mal. Ja. Ansonsten werdet ihr, denke ich mal, viel Scheiß hier noch in diesem Let's Play, ja, mitbekommen. Von Sören und mir, denn wir bauen eigentlich nur Scheiße. Bist du ernsthaft? Kann man das so sagen? Kann man das so sagen? Ja, ihr habt geschaut, wir reden ständig Scheiße. Warum willst du mitten auf dem Feld anfangen? Warte doch, ich muss das Ding erstmal ausklappen, bevor du hier unten kann man das hier nicht auch zum Schwaden ablegen machen? Aber es macht wenig Sinn, wenn man das. Nein, ich meine nicht, das geht nur beim Krone Big X irgendwas. Ah, du meinst den Fetten. Warum geschwindet? Was? Nix, der war plötzlich auf 14 km/h oder so. Ja moin. So, warte erstmal bis hierher, so. Ja, also wie gesagt, ihr werdet hier noch richtig viel Shit erleben, Alter. Man könnte es auch. Sören, würdest du es so ausdrücken, dass einer dummer ist als der andere bei uns? Beiden. Ja. Teilweise, es ist ein ganz schwieriges Thema. Ja. Er passt ungefähr von der Arbeitsweise. Ja, macht ja auch Sinn, oder? Ja, das ist ein sehr, sehr legendäres Feld, Alter, was wir hier schon alles also, erlebt haben. Jetzt für die Zuschauer. Nur damit ihr jetzt nicht denkt, wir haben das geplant. Das ist alles perfekt von der Arbeitszeit. Du hast es gar nicht geplant. Also. Ich habe das geplant. ich hab die Dinger gekauft. Genau, wir haben es halt nicht geplant. Also ich hab nur so ein bisschen geguckt, dass wenigstens die Arbeitsbreiten so halbwegs hinpassen. Weil es wäre schon dumm, wenn ich einen 14 Meter breites Schneidwerk hätte auf gut Deutsch. Also jetzt Grasmäher-Ding. Und Sören hätte dann nur ein 3 Meter. Wie heißt? Dann hätte ich das Projekt direkt abgebrochen und gesagt, nee, das tue ich mich nicht nochmal an. Hashtag ruf mich nicht an, Alter. Ruf mich nicht nochmal an, Alter. Hashtag Wählmaschine. Wir erinnern uns. Die Leute können sich daran nicht erinnern, nur wir beide. Stimmt. Ja, merkst du was? Also, jetzt die Zuschauer, als wir zusammen gezockt haben, privat, da haben wir mal auf der wunderschönen Map Mühlenkreis Mittelland gezockt und Markus war so intelligent und hat uns 2-3 Meter Sämaschinen gekauft. Es waren 3 Meter. Ja, warte mal, ich muss mal kurz was gucken. 3 Meter und dann meinte er so, nachdem ich 2,5 von den 3 Feldern gesät habe, meinte er so, als er mir beim dritten Feld geholfen hat, meinte er so, ja, das haben wir ja gut gemacht. Ja, eigentlich war es nur Sören. Ich hätte eigentlich jetzt eher die Idee, dass wir jetzt einfach nur von links nach rechts fahren, ja? Ich mache einfach so, wie ich denke, ja? Ist mir so scheißegal! Du heißt mich! Kannst du das Lied auch? Wollen wir das zusammen singen? Nein. Okay, schade. Pretty schade, Alter. But we cannot dafür, wenn Sören will not singing. But Denglisch. Yes, what you have gegen mein Denglisch, Allah? It's better than you, Allah. Ja, ich spreche nur Englisch. Kannst du nicht, ne? Doch. Ich kann auch Englisch. Sprech mal was auf Denglisch, Allah. Welche Note hast du auf deinem letzten Zeugnis? Ich glaube eine 3, was Mathe angeht. Englisch. Englisch, ja, Englisch. Genau. Mathe hatte ich auch eine 3. Ich habe eigentlich fast nur 3, Allah. Na gut, außer in WRT hatte ich allerdings. Da hatte ich eine 2. Weil ich so gut bin, Junge. Aber auch eigentlich nur im praktischen Teil, weil lass mich doch durch! Nee. Piep, 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 piep. Auf jeden Fall, wenn ich dann das nächste Feld mehr sören, dann sage ich dir, Alter, das mache ich ganz anders. Das tue ich mir nämlich nicht nochmal an hier, so wie ich es jetzt mache. Das ist voll Rotze. Ich hab dir nie gesagt, dass das eine gute Idee ist. Nee, ich meine jetzt, dass ich das Kleine noch hinten dran mache. Aha.
Weil es ist dann für mich besser, weil ansonsten, wenn du jede Kurve mitnimmst, dann fehlt da die Hälfte auf Blut. Das Problem ist, dass ich so perfektionistisch bin, wer diesen Kanal schon länger verfolgt, weiß das auch. Dass mich da auch zwei, drei Mal drüber aufgeregt habe. Das hab ich wirklich. What's your problem? Denkt sich so und so. Ja. Hashtag Ball. Zum Glück habe ich das nicht aufgezeichnet, weil oder ihr hättet euch mitgeärgert. Ja, auf jeden Fall, manche kennen vielleicht Sören seine Stimme. Ich glaube, woher will er euch nicht verraten, denn er findet das eher so ein bisschen so. Er ist eher so ein bisschen so, was das angeht, eher so ein bisschen der Privatere, oder? Ja, das würde ich so sagen. Also, ich möchte es jetzt nicht unbedingt groß heraus. Ja, also wir sagen es so, er will auch in der Schule nicht groß angeben. Wir sagen es einfach so, wie es ist. Genau. So, aber ich weiß es natürlich. Ja. Aber ich hätte es auch nicht verraten. Weil ich meine, es ist seine Entscheidung, wenn er es nicht haben will, dann nicht und fertig. Und wenn, dann kann er uns das ja auch immer noch selber verraten, wenn er das irgendwann mal machen würde oder will oder keine Ahnung wie. Ja, auf jeden Fall ist er, will er da nicht so angehen. Gell? Ja, du hast es auf den Punkt getroffen. Ha, siehst du, Alter. So, hoffentlich klingelt keiner auf dem Festnetz. Ach nee, warte mal, war das jetzt die Folge, die wir gerade aufgenommen haben, oder? Nee. Wir haben nämlich vorhin schon mal eine Folge aufgenommen, nur da war dann das Problem, dass uns aufgefallen ist, dass wir, ja. Ach scheiße, was machst du? Dann ist uns dann aufgefallen. Schwader vergessen haben. Ja, genau, dass wir einen Schwader vergessen haben zu kaufen und dass wir auch noch knapp 1 Million auf dem Konto hatten. Ja, ganz schön. Aber du musst gucken, vorne im Eingang liegt auch noch ein bisschen was. Wo? Ach, da. Ja, aber ich glaube, wir haben so relativ den gleichen Humor, oder? Das geht so. Ja. Also der eine lacht auch über das andere. Ja. Also über das, was der andere sagt. Ja, so, vielleicht das Gewicht von dranhängen wir auch schlecht. Hallo, liebe Leute. So, welches Oh, nee. Ach, ich hasse das. Ja, ich sagte, es klappt nicht. Ah, jetzt kommt. Ich habe immer noch nicht durchgeblickt mit diesem. Was? Oh, ich habe immer noch nicht durchgeblickt. Oh! Ja, moin. Ja, moin. Ey, lass mein Auto heile. Ey, Alter, Junge, das habe ich mühevoll selber zusammengeschweißt. Weil unser lieber Sören mag nämlich sehr, sehr gerne New Holland. Ne? Ist mit einer deiner Lieblingsdings. Ja. Ich glaube, das Ding neu zusammen. Ach, weil ich diese Scheißschläuche nicht dran habe. Freut er sich, da feiert der, Alter. Ey, das darf's keiner erzählen. Oh, doch. Und schön Kratzer ins Auto gemacht. Aber lass uns mal. Ey, ganz Mehrwerk auf. Ja, also, wie gesagt, wenn wir dann gleich da drüben mähen, da werde ich auf jeden Fall ein bisschen cutten. Also bei mir ruckelt's gerade ein kleines bisschen, oder hab ich mir das jetzt? Ja, bei mir auch. Ja, gut, ja. Wobei wir waren gerade im weißen Bereich, also im grünen. Du kannst ja schon mal vorfahren, du kannst ja schon mal so grob aufs Feld so ein bisschen, weil ich muss hier noch mein Gewicht anhängen. Aber ich Alter, halt Alter, das sieht so scheiße aus, sieht aus wie Lowrider, das Ding. Du möchtest 41? Ja, wenn wir einmal hier in der Nähe sind, würde ich das gleich machen. Warum hast du das Tor schon wieder zugemacht? Ja, das mach ich gerne. Ja, merke ich. Real Talk? Warum haben wir eigentlich deine Lieblingspresse nicht wieder mit reingenommen? Weil wir auf einen höheren, ja, Alter. Junge. Sag jetzt. Katzen jetzt auch kommt schon. Da nicht raus. Das geht aber eigentlich ganz gut. Also, da habe ich früh mit den kleineren Equipment das nicht so gut hinbekommen. Ja, oh, willst du vielleicht mal deinen Zuschauern. Das ist der Markus! Willst du vielleicht deinen Zuschauern erzählen, warum du jetzt auf große Beine umgestiegen? Das habe ich schon, auf was umsteigen, was? Nix, schon gut. Was? Ja, also. Gut, so warte, jetzt machen wir das Ding hier an, das. Jetzt bin ich gespannt. Guck's dir an, Alter, das wird hier in Russland, Alter. Nur Russland ist geiler, mashallah. So, Mensch, mach das doch nicht so rum. Geh nach hinten, ich mach jetzt diesen hier, bam. Ja, bestimmt. Ja, das geht viel besser, Alter, Junge. Ich weiß nicht, was mit dem Spiegel da los ist. Oh, fühle ich auf jeden Fall.
Man sieht halt fast gar nichts, Alter. Also ob ich nun von der Außenperspektive fahre oder von der Innenperspektive, man sieht halt gar nichts. Doch, ja, ja, man müsste vielleicht mal ein bisschen nach darüber schwenken, dann würde man das auch sehen. Gut, meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich wieder, wenn wir hier, ja, mal gucken, wenn ich wieder einschalte, mal gucken, Alter. Vielleicht, wenn wir sie die Hälfte rum haben oder so. Oder was hast du so? Ja, wenn... Warum hat ja, der, ja, warum frage ich dich überhaupt? Ja, egal. Also, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich wieder. Freunde, warte, hat es jetzt noch mal geklingelt? Was? Hat das jetzt gerade noch mal geklingelt? Nein. Nein, gell? Was haben wir jetzt mal eingeblendet? So, meine lieben Freunde, wir sind jetzt hier auf den paar letzten Reihen und ich würde sagen, die lasse ich euch jetzt auch noch mitnehmen, denn ich will euch ja ein bisschen quälen. Alter, das war so wieder komplett. Was, ja, was hast du für Kurven, Alter? Hey, die Internetverbindung ist wieder schlecht. Das kommt doch gleich wieder, ich kenne dich schon. Ja. Lass mich. Was ist auf das? Jeden Fall werden wir dann gleich noch ein bisschen noch anfangen, das andere Feld zu machen. Und ja, mal gucken. Obwohl ich würde eigentlich sagen, wir sind jetzt schon bei 40 Minuten Rohmaterial, 42 Minuten Rohmaterial. Und ich glaube, da reicht es dann auch. Weil ich meine, wenn ich ein bisschen cutte. Ja, das könnte. Okay, meine lieben Freunde. Das heißt, wir werden jetzt hier noch die letzten paar Bahnen machen. Dann fahren wir schon mal zum Feld. Und dann, was ist mit dieser Folge? Indem wir unsere Mitarbeiter kennengelernt haben. Sören, 14 Jahre, wohnt im Münsterland. Maschala. Das habe ich noch. Jo. Jo, was geht? Ja, auf jeden Fall werden wir jetzt noch gleich zu dem Feld fahren und dann was ist. Was ist für diese Folge? So muss man sagen. Nachher denken die Zuschauer, dass das jetzt für den Kanal komplett war.
Ja, das ist mir auch schon öfters mal aufgefallen, dass ich das immer so mache. Keine Ahnung warum. Frag mich nicht. So. Jetzt verlässt er mich. Was? Jetzt verlässt du mich. Ende. Yeah, we'll always love you. Zustand, denken Sie das auch so. Ja, das will ich eigentlich gar nicht wissen. Zum Glück, schreiben die nie was in die Kommentare, wie toll ich singen kann, oder so. Gibt's keine Hater hier. Freut er sich. Und meine lieben Freunde, seitdem ich auch übrigens die ganzen Updates für alle Fahrzeuge und so weiter gemacht habe, hängen die Tasten auch nicht mehr. Weil ansonsten stand hier dann immer, dass es einen Error gibt und so weiter und das steht jetzt nicht mehr. Warte, ich gehe mal kurz auf ESC, damit wir hier mal kurz zwischenspeichern. Ja, gut. Hallo, ja, es hat perfekt. Was? Ja, bei mir auch so ein bisschen. So, wo lang müssen wir jetzt? Wir müssen hier unten lang. Alter, man sieht ja nicht mal den Blinker, das triggert mich. Ey! Zwei Grünchen schubsen, Junge, geht's los oder was sollen? Was soll das? Mit dem Russland. Ja, stimmt, da ist alles ein bisschen. Alter! Schwein. Er möchte dich auch schubsen. An der Nordsee. Hallo, ich bin Markus. 13 Jahre, sturzbesoffen. Ich würde sagen, Wir fangen hier mit dem Feld an, oder? Mit Feld 43. Ja, ist mir egal. Es ist ihm egal. So, meine lieben Freunde, das war's mit dieser wundervollen Folge, wo wir unseren wundervollen Cousin kennengelernt haben, beziehungsweise mit unseren Mitarbeitern. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, Abo und die Glocke aktivieren. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Tschüss, bis dann. Ciao.